Großes Kino heißt große Gefühle. Leider ist es mit den Gefühlen momentan nicht so weit her, wenn es um Kinos geht. Diese sind ja geschlossen. Und darüber unterhalten wir uns jetzt mit Hans-Peter Obermeier. Er ist Geschäftsführer der Star Movie Kinos. Hallo Günther. Hans-Peter, wie geht's dir denn momentan, wenn du so durch deine leeren Kinos schreitest? Ja, wir sind da gerade im Star Movie Ried. Seit 16.03. ist hier kein Kundenverkehr, kein Film mehr. Das war eine scharfe Situation, weil wir haben letztes Jahr 100 Jahre Kino in unserer Familie gefeiert, mit unserem Stammhaus in Peuerbach, wo seit 1919 eigentlich durchgehend Kinobetrieb herrscht, außer halt Weihnachten am 24. Dezember am Abend, wozu es oder hier und da mal ein Betriebsausflug oder wann umbaut wird, aber sonst ist immer, sind die Bilder immer gelaufen am Abend. Und jetzt einfach durch diese schreckliche Pandemie haben wir erstmals die Kinos völlig schließen müssen, runterfahren von 100 auf 0 eigentlich. Und man sieht hier noch Filmplakate hängen von den Filmstarts, die zum Beispiel in Ostern gekommen wären. Man erinnert sich an James Bond und dergleichen. Die gibt es halt einfach jetzt nicht. Wie schaut es da aus mit den Mitarbeitern? Sind die derzeit auf Kurzarbeit oder wie hast du das regeln können? Ja, also wir haben 120 Mitarbeiter, davon sind die Hälfte in Voll- und Teilzeit, die man in die Kurzarbeit, in die Corona-Kurzarbeit Gott sei Dank schicken kann. Das haben wir natürlich sofort genutzt und die sind jetzt alle auf Null mehr oder weniger und zu Hause und warten, bis das wieder losgeht. Die andere Hälfte sind geringfügige Mitarbeiter, das sind oft Schüler, Studenten, die sich was dazu verdienen. Die haben wir einen Monat noch voll mitbeschäftigt und jetzt halt schauen müssen, wer hat keinen Urlaub mehr, den er aufbrauchen kann, wer hat keine Überstunden mehr und halt im beiderseitigen Einvernehmen halt diese Leute jetzt abmelden müssen, aber mit der Zusage, dass wenn es wieder losgeht, die wieder an Bord sind und wir auch hier großes Verständnis dafür geerntet haben, aber es tut uns natürlich leid. Ja. Wenn es wieder losgeht, wird es nicht normal losgehen wie bisher, sondern mit Auflagen. Und da hast du dir schon einiges überlegt. Das können wir uns jetzt genauer anschauen. Ja, genau. Ja, wir haben uns da natürlich was überlegt, wie Kino in der neuen Normalität ausschauen wird und könnte. Und wir haben da den großen Vorteil, dass wir eigentlich keine sogenannten Superspreader-Veranstaltungen haben mit einem Kinobesuch, sondern weil das ja sehr kontrolliert abläuft. Ja. Kinosaal hat bei uns mit unseren Saalgrößen, es geht von 50 los bis 220 hier in Ried. Und da ist es so, wenn man jetzt diesen Ablauf einmal anschaut, den Film wähle ich zu Hause aus. Okay. Das Ticket kaufe ich kontaktlos an der App zu Hause oder auf unserer Website. Das machen mittlerweile schon fast 80% der Leute. Mhm. Brauche keinen Kontakt mehr mit einem Ticketpapier haben. Wenn ich mir Getränke und Snacks mitnehmen will, mache ich das wie im Supermarkt an der Feinkosttheke mit Abstand und wenn man will mit Gesichtsmaske und geht dann in den Kinosaal rein, wo ja nicht auch hunderte Leute gleichzeitig reinströmen, sondern wir ausreichend Zeit haben, dass sich der Saal füllt. Und im Saal drinnen, und das möchte ich euch nachher zeigen, haben wir Abstandskonzept schon entwickelt, das uns selber überrascht hat, welche großen Distanzen und Abstände wir eigentlich da zusammenbringen würden. Ja, Günther, man sieht eben hier einen klassischen Sitzplan, wie man es von der Online-Reservierung kennt, wo man hier die Punkte, es werden Sitze, die belegt sind, die anderen die freien. Der Saal hat ungefähr 140 bis 150 Sitzplätze. Ja. Und wir sind jetzt einmal angegangen und haben gesagt, okay, da sitzen es zwei Plätze, ein Pärchen, die dürfen wir nebeneinander sein, weil sie aus dem gemeinsamen Haushalt kommen. Ja. Dann sind immer wieder zwei Plätze frei, zwei sitzen, zwei Plätze frei. Und nach vorne ist das Ganze versetzt. Ja. Und da bringt man in der Breite, in der Reihe, einen Abstand von 180 cm zusammen. Ja. Also das hat uns selber überrascht. Ja. Und wenn ich jetzt schaue nach vorne, durch diese Versetztheit sind es 2,5 Meter. Und selbst wenn man direkt hintereinander sitzt, wären das 130 cm. Mhm. Und bedenkt man, die Leute, wenn sie einen Film im Kino anschauen, schauen sie ja nicht ins Gesicht. Also man hat ja auch aus unserer Sicht, was Tröpfcheninfektion betrifft, ja, kaum ein Risiko, weil ja alle nach vorne schauen und man den riesen Abstand haben. Ja. Dann kommt dazu, wir haben überall leistungsfähige Lüftungs- und Klimaanlagen. Und nachdem der Saal dann, die Säle nur mit 50% belegt sind,
hat jeder Gast die doppelte Frischduftmenge zur Verfügung. Und jetzt halte fest, das sind 40 Kubikmeter mindestens pro Person und Stunde. Und wir messen die Luftqualität mittels CO2-Fühler in den Kinosälen und da reden wir hier von einem CO2-Anteil, wie er fast im Garten draußen ist. Also es ist Frischduftqualität, also hier hat man auch nicht irgendwie, dass man sagt, ja, da werden jetzt mögliche Bakterien durchmischt. Also. Also das ist sozusagen die Hightech-Antwort auf Corona und ein Lösungsansatz, wie ihr das gestalten könnt. Genau, und es ist nicht so, wie zum Beispiel in einem Massenevent, wo die Leute nebeneinander stehen, sie permanent aneinander irgendwie reiben, weil wie bei einem Konzert, sondern man wirklich ganz kontrolliert hier eine Veranstaltung durchführt. Und dieses Konzept wird auch von unseren Branchenvertretern schon mit den Politikern in Wien diskutiert und wir hoffen, dass man hier Basis findet für Kino in der neuen Normalität, wie es auch vom Gast akzeptiert und gut angenommen wird und auch das Überleben von Kinobetrieben und Theaterbetrieben, es geht ja auch fürs Theater, sichern wird. Dann probieren wir das Konzept gleich einmal im Saal aus, würde ich vorschlagen, wie das ist, wenn man so auf Abstand sitzt. Sehr gerne, machen wir einen Praxistest. Ja. So, dann nehme ich den da. Nimmst du den da und ich würde eigentlich dann den da nehmen. Den da nehmen, okay. Und schau, wir haben viel, viel Abstand. Ja, das stimmt. Ich kann den nicht besprayen. Ne? Genau. Und wenn man vorne schaut, da ist nicht einmal eine Reihe dann gesperrt. Ist eigentlich auch nicht möglich, dass man sie besprayt. Die Frischluft kommt unter den Sitz raus und die Absaugung der Luft erfolgt hier über die Decke. Und in dem Saal herinnen haben 50 Plätze Platz, also 50 Personen Platz. Angenommen, das würde so laufen, wie schaut es denn da mit den Zahlen aus, betriebswirtschaftlich? Wie lange könnte sozusagen dieses System aufrechterhalten in etwa? Ja, also wir rechnen ja auch hier von einem langsamen Hochfahren, das brauchen wir auch, damit sich die ganze Organisation wieder einläuft und wieder mehr oder weniger hochtrainiert in unseren Abläufen. Und wenn man sagt, das rennt einmal 2-3 Monate und dann wird es vielleicht noch weiter gelockert, das ist schon eine gute Lösung, um zumindest eine saubere Kostendeckung erbringen zu können. Und auch unsere Rolle als kulturellen Nahversorger, den wir ja für uns einnehmen, gerade in so ländlichen Regionen, dass wir die wieder wahrnehmen können. Weil wir sind ja bis zum Ausbruch der Krise die größte täglich geöffnete Versammlungsstätte in unseren Gemeinden, weil alle anderen Hallen und Institutionen haben meistens nur beschränkt offen und wir bieten tägliches Kulturangebot und das nutzen über 1,2 Millionen Leute im Jahr und das wollen wir natürlich wieder sicher und schnell wieder anbieten. Hans-Peter, ein wichtiger Bestandteil beim Kinobesuch ist ja mittlerweile auch die Gastronomie. Die Begleitende, wie wird es denn da in Zukunft ausschauen? Ja, wir sind sehr froh, dass unsere Gastronomiepartner einen Vorsprung haben. Die dürfen ab 15. Mai wieder beginnen. Die Nachricht ist ja ganz neu und wir sind jetzt in Abstimmung, wer von unseren Betrieben das nutzt und wie wir das machen werden. Und es ist schon mal gut, dass wieder Leben in die Kinos kommt. Welche Filme haben wir denn eigentlich verpasst, leider? Und auf welche dürfen wir uns noch freuen, wenn es wieder losgeht? Mir ganz wichtiges Anliegen, Narziss und Goldmund von Stefan Rusowitzki neu verfilmt, der ja ein ganz ein schlimmes Schicksal gehabt hat, 3 Tage im Kino und dann waren die Kinos zu. Oh, da hoffen wir, dass der wieder startet. Und es wird ein ziemliches Feuerwerk geben. Also erinnere James Bond, der neue, dann Mulan von Disney, Kaiserschmarrn-Drama, die neue Eberhofer-Verfilmung, Peter Hase. Dann für die Klassikfans die neue Saison der Live-Opern-Übertragungen aus der Met in New York startet im Oktober mit AIDA, also ganz, ganz großes Opern-Kinotheater. Und ja, und viele Filme sind auch Richtung 2021 verschoben worden. Also es kommt genug Stoff und wird viele Gründe geben, wieder in der neuen Normalität ins Kino zu gehen. Ja, dann freuen wir uns auf diese neue Normalität und hoffen, dass wir sie auch bald erleben dürfen.